Hey Rennfreunde, was geht ab? Willkommen zurück zu Mario Kart Tour und wie ich gemacht habe, ich war wieder so voreilig, weil ich hier mitten beim Röhrenzug wieder mal eingesetzt habe. Tut mir leid, meine Freunde, dass ich voreilig bin. Nun würdet ihr jetzt mal sehen, wie ich jetzt Funky Kong spiele. Hier, die ich letztens freigeschaltet habe. Und den ganz uralten Funky Kong Stimme aus Mario Kart Wii. Los geht's. Mal sehen, hat auch jederzeit die alte Stimme von Mario Kart Wii, die Stimme von Funky Kong. Finden wir jetzt heraus im Rennen. Ich halte jetzt mal kurz mal den Mund. So, ich habe hier daraus, also ich habe mir vorhin meinen Mund gehalten, weil ich nämlich hier nämlich die ganzen Stimmen höre von den Funky Kong. Ich finde das so ausgezeichnet gemacht, dass der Funky Kong wieder mal zurückkommt. Also ich finde es so ausgezeichnet. Und nun, dann würde ich mal hier so jeden Rennen hier spielen. Warte mal, ich muss mal gucken hier. Donkey Kong's Alpine. Ja! Es ist nämlich Funky-Zeit. Funky-Zeit ist Funky Kong. Genug habe ich, die Punkte habe ich zwar genug, also 5 Punkte, aber dann muss man sowieso trotzdem hier viele Punkte sammeln, um Rekorde zu spielen. Keine Sorge, ich werde auch diesmal nicht ausrasten, weil es nämlich der Part der Extreme. Und der Partymodus mit Bananen. Achtung, es regnet Bananen. Oh, schade, es ist schon vorbei. Oh, shit. meine Gruppe, die sprechen ja gerade über Splatfest. Ja, im Splatoon 2 ist nämlich ein Splatfest zurückgekehrt, und zwar hier
Mayonnaise gegen Ketchup. Und dafür habe ich den Mayonnaise-Team genommen. Weil man weiß ja jeder, aber es gibt ja manche Menschen, die mögen ja so Pommes rot-blau, also eher gesagt Ketchup und Mayo zusammen. Also Ketchup rot-weiß. Na, das war ja schon mal knapp. Aber für jede hier Mayonnaise- oder Ketchup-Fan, weil das ist ja so Geschmackssache hier, daraus hier zu essen und so hier. Ich bin ja auch eher hier... Oh, ich esse ja sehr, sehr selten Ketchup und mehr Mayonnaise. Wenn ich zum Beispiel im Urlaub Pommes esse, also an der Ostsee, esse ich so gerne Pommes mit Mayonnaise. Das passt ja auch so für mich hier, um Pommes zu essen. Okay, dann, warte mal. Man isst man zum Beispiel normale Pommes mit Mayonnaise oder Süßkartoffelpommes mit Mayonnaise. Mal auch Kroketten oder Smiley-Kroketten. Ja, so gab es früher mal. Es gibt viele verschiedene Krokettenarten. Oder zum Beispiel die Halloween-Edition von Kroketten. Oder die normale Kroketten, nur die runden, die langen. Bah, jetzt bin ich in einem Schneeball. Bananenkanone! Auch wenn ein Fass plötzlich kaputt ist, schießt man nur mit einem Bananen. Wenn man zwei Fässer hat... Ah! Verdammt! Da schießt man hier... Also da schießt man hier zwei Bananen, wenn man hier zwei Bananenfässer hat. Autsch! Autsch! Das war jetzt unfair. Und leider Dritter. Also ich finde die Mario Kart Tour Design von Funky Kong finde ich sowieso ausgezeichnet gemacht. Schade, dass es aber nicht in Mario Kart 8 hier mit hinzugefügt hat. Aber nee, warum muss das eigentlich ein Custom-Charakter kommen? Ich kann die Leute eigentlich nie mehr verstehen von diesem Custom-Charakter. Warum? Die hätten sie echt, wie zum Beispiel ein Octoling oder Funky Kong oder Pauline oder Cappy hier mit in den Mario Kart 8 hinzufügen. Aber nee, die machen das einfach nur als Custom-Charakter. Ich nenne das immer die Custom-Charakter Fake Nintendo. Also sowas verstehe ich überhaupt nicht mehr. Achso, hier. Warte mal, spielt das hier Funky Kong mit? Nein. Hier ist es nicht. Na komm, ich spiele auch mit nochmal Pauline. Oh, zwei Baby-Rosalinas. Ach, du Grüne. Und zwei Pauline. What? Hä?
Oh oh, jetzt wird's mega chaotisch. Oh oh. Jetzt wird's richtig mega chaotisch. Oh, gut, dass ich noch... Also gut, dass ich noch getroffen habe. Ah, mit Blitz. Oh, kann das sein, dass ich hier bei jedem Rennen hier... Ah, verdammt. Saschas Lieblingscharakter fahre? Das kann ja bestimmt auch sein. Komm schon, ich will Erster werden. Boah. Na toll, jetzt bin ich über den Gras gefahren. Na super. Oh, Dixie Kong ist hinter mir. Und direkt auf eine Banane gelandet. Ach komm, ich will das nochmal spielen, weil irgendwie bin ich ja nie Erster geworden. Oh, bitte jetzt kein... Aber jetzt bitte nicht... Also bitte nicht zu chaotisch. Oh nein! Jetzt wird's wieder mal chaotisch wieder mal. Na super. Oh Mann, jetzt wird's wieder mal chaotisch. Oh! Und gleich zu Anfang hier Partymodus. Wieso habe ich den nicht getroffen? Oh, ah! Verdammt! Oh, das sieht jetzt auf jeden Fall gut aus. Ich finde es auch so ausgezeichnet gemacht von Pauline, dass die wirklich Jump Up Star dazu ein kleines bisschen singt. Genau das wollte ich ja auch so wissen. Die singt gerne hier Jump Up Star. Super. Super. Wundervoll! Oh, 14.366 Punkte! Alter! Alter! Oh, ein bisschen schon. Okay, warte mal. Gibt es ja noch ein paar Strecken, wo mit Funky Kong fährt? Nein, nur... Didi. Aber das bestimmt, oder? Jawoll! Sascha wollte ja so gerne wissen, ob ich hier Funky Kong spiele. Natürlich! Und deswegen werde ich diesen Part Funky Kong spielen. Ah, oh, Alter. Bananen.
Scheiße, jetzt habe ich mich auf meine Bananen getroffen. Nein, schon wieder. Ich fand Mario Kart Wii von den Funky Kong wirklich super. Was? Seit wann hab ich auf dem ersten Platz einen Stachipanzer? Oder habe ich durch Windschaden bekommen? Wieso habe ich auf dem ersten Platz hier einen Stachi bekommen? Also, wird das wirklich chaotisch? Okay. Leider sind wir Dritter. Oder hol ich noch einen? Ja, aber leider Zweiter. Ja. Das war auch eine sehr affenstarke Runde. Ah! Fast Level erreicht. Alter. Fast Level erreicht. Na komm, wir machen noch ein Rennen. Aber diesmal wieder mit Bowsers Festung, mit dem Funky Kong. Wo ist das? Bei Yoshi Cup, oder? Nee, Pauline Cup. Los geht's. Oh, Hammerbruder und Eisbruder. Los geht's! Ich will den Level noch erreichen. War, Vorsicht. Verdammt. Ich will es schaffen. Die Rampe hat mich gerade noch gerettet, weil sonst hätte ich ja fast in den Lava runtergefallen. Und das will ich nicht. Steinblöcke sind manchmal auch sehr fies. Nein, jetzt bin ich in den Lava runtergefallen. Wo eigentlich nie machen sollen, aber wir haben den Partymodus. Kommt dann sein erster noch. Das sieht sehr gut aus. Und wir sehen das zum ersten Mal, als er gewinnt. Und Stufe 54. Wunderbar. Ja, Freunde. Das war ein super... Wundervoll. Super. Denn volles Stern erreicht. Wundervoll. Dann... Das war ein wunderbarer, affenstarkes Rennen mit Funky Kong. Hoffentlich hat euch das gefallen und wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut und ciao, ciao. Und viel Glück mit den Affen.